Unser offizieller Ärmelpartner, die neue Mayo Feinkost, präsentiert die heutige Pressekonferenz. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem morgigen Heimspiel gegen FC Erzgebirge Aue. Ich begrüße unseren Trainer Lukas Pfeiffer und Ulrich Taffertshofer, die gleich für eure Fragen zur Verfügung stehen. Vorab von mir die organisatorischen und personellen Dinge. Das Stadion öffnet morgen 90 Minuten vor Anpfiff, also gegen 12.30 Uhr. Die Tageskassen werden schon gegen 12 Uhr öffnen. Momentan sind ca. 4.300 Karten verkauft worden. Und wir haben morgen eine andere Parkplatzsituation. Und zwar ist es so, dass der P&R-Parkplatz hinten nur für Gästefans ist und die Heimfans keinen Parkplatz zur Verfügung haben. Darum bitten wir alle mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Und beim Personal ist es so, dass Tommy Gruppe fehlen wird, dafür aber Yannick Löden wieder dabei sein wird. Lukas, morgen geht es ja schon wieder weiter. Ihr hattet eine relativ kurze Zeit, um zu trainieren. Wie habt ihr euch vorbereitet? Ja, moin moin. Wie das in der englischen Woche so ist, geht es vor allem darum, Kräfte zu sammeln, auch dem Kopf vielleicht mal einen Tag Ruhe zu gönnen. Sind einfach viele Eindrücke und viele Themen, die da so rumschwirren. Und ich glaube einfach, dass wir jetzt trotz guter Reisemöglichkeiten uns wirklich freuen auf ein Heimspiel. Wir haben guten Rückenwind durch das Spiel jetzt bei 60, haben aber auch immer noch eine angespannte Personalsituation. Und von daher ging es einfach darum, ja, die Beine und den Kopf wieder frisch zu kriegen, auf die Aufgabe morgen vorzubereiten, die sicherlich keine einfache wird. Aber da sind wir guter Dinge. Abschlusstraining hatte gerade ordentlich Intensität, guten Spirit, und genau das werden wir morgen auch brauchen. Danke, Lukas. Uli, morgen geht es für dich gegen deinen Ex-Verein. Ist das für dich ein Spiel, worauf du besonders hinfieberst? Also ich glaube, wenn man sagt, gegen Ex-Verein ist es ein normales Spiel, dann lügt man. Es war gegen 60 schon ein besonderes Spiel. Klar, da war es noch meine Heimat. Aber ja, wenn man gegen den letzten Verein spielt, man kennt viele Gesichter, so, da freut man sich schon drauf. Danke. Gibt es Fragen? Sascha Sievers, SHZ. Ja, Uli, zunächst mal zu dir. Ich glaube, ich habe deinen Bruder im Stadion gesehen. Wie war die familiäre Zusammenkunft bei 60? Hättest du dir gewünscht, ein bisschen länger da zu bleiben, um die Familie noch zu sehen, oder wie war es? Das ist richtig, ja. Bruder war da mit Familie und meine Mutter. Ja, es ist immer schön, wenn man die Family sieht. Wenn es sich ergeben hätte, klar, dann wären wir vielleicht dort geblieben, aber am nächsten Tag war Training plus der Rückflug. Also stand es gar nicht zur Debatte, dort zu bleiben. Es ergibt sich dann schon in den kommenden Wochen wieder mal. Ist das leistungsfördernd für dich, wenn die Familie auf der Tribüne sitzt? Fördern weiß ich nicht, aber Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Ja, meiste, also ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr zu Hause oder in der Region. Deswegen, wie gesagt, freut man sich immer, wenn man die Familie auf der Tribüne hat. Du hast gerade schon angesprochen, jetzt geht es gegen den Ex-Verein morgen. Mit welchen Gefühlen blickst du auf die Saison in Aue zurück? Ja, also ich glaube, es weiß jeder, was passiert ist. Also die Rückrunde war natürlich nicht so, wie ich es mir persönlich vorgestellt habe. Vom Mannschaftlichen her haben wir die Kurve gekriegt, das war wichtig für den Verein. Und auch für einen selber ist es wichtig, da dann nicht abzusteigen. Aber wie gesagt, da habe ich mir dann schon ein paar Sachen anders vorgestellt. Und bist du deswegen anders motiviert morgen? Also hast du das Gefühl, dort deinem ehemaligen Trainer etwas zeigen zu müssen? Ach, ich glaube nicht, dass ich ihm irgendwas zeigen muss. Ich glaube, also es ist einfach wichtig für uns, dass wir den ersten Heimsieg holen. Und ja, da kommt es auf solche Sachen nicht drauf an. Okay. Wird da trotzdem noch mal ganz kurz bei bleiben. Pavel Dotschev ist ein sehr erfahrener Drittligatrainer. Lukas Pfeiffer, dein neuer Trainer hier beim VfB Lübeck, ist eher noch unerfahren. Inwieweit unterscheiden sich die beiden? Und was macht
Lukas Pfeiffer so besonders? Ja, also ich glaube, du hast es eh angesprochen, die Erfahrung ist natürlich ein Thema. Ich glaube, der Umgang mit den Spielern ist auch ein bisschen unterschiedlich. Aber ich glaube, Lukas jetzt ist noch nicht so weit weg vom Alter oder manche sind sogar älter wie er. Das macht ihn dann ein bisschen vielleicht nahbarer für die Spieler. Ja, ich glaube, er kommt gut an bei uns und es passt soweit. Super, danke. Gibt es weitere Fragen? Stefan Russau, HL Sports. Ulrich, nochmal nachgehakt mit Aue. Du hast schon den Unterschied bei den Trainern ausgemacht. Wo gibt es die Unterschiede allgemein bei den Vereinen? Oder gibt es da eigentlich keine Unterschiede, weil beide traditionsreich sind? Naja, ich glaube, wenn du die letzten 20 Jahre anschaust, da siehst du schon die Unterschiede, wo Lübeck gespielt hat und wo Aue zum Großteil gespielt hat. Das kann man dann nicht von heute auf morgen, glaube ich, aufholen. Ja, ansonsten, glaube ich, ist hier auch Tradition da und es gibt viele fußballverrückte Leute. Es ist auch unser Job, dass wir dafür sorgen, dass jedes Heimspiel vielleicht schon in naher Zukunft zumindest vom Heimbereich ausverkauft ist. Aber wie gesagt, das liegt an uns. Ja. Wie sehr haben die Fans auch in Aue eine Rolle gespielt? Gab es da auch so einen engen Kontakt? Also in Lübeck ist ja der Kontakt, sehe ich jedenfalls, so relativ eng zur Mannschaft. War das in Aue auch so? Kann man das so vergleichen? Naja, wir sind damals, glaube ich, unter anderen Voraussetzungen gestartet. Also die Fans waren auf jeden Fall mit einem Grund, warum ich mich für Aue damals entschieden habe. Und diesen Sommer war es auch mit einem Grund, warum ich mich für Lübeck entschieden habe. Aber wir hatten letztes Jahr einfach einen sehr, sehr schweren Start nach dem Abstieg. Sind nicht gut reingekommen in die Saison und dann war es mit den Fans auch nicht ganz einfach. Okay, vielen Dank. Lukas, die Frage nochmal zum Personal. Da wurde ja schon ein bisschen angedeutet, es fehlen wieder viele. Kimmo Huvi ist definitiv also nicht dabei, noch zusätzlich, ist das richtig? Wann erwartest du den zurück oder zum Beispiel? Ja, genau. Also Kimmo wird, wie auch schon in München, fehlen, hat Fußprobleme. Wir können jetzt noch nicht genau die Ausfallzeit beziffern, wird sich jetzt wahrscheinlich erstmal um ein paar Wochen handeln, dass er nicht dabei sein kann, leider. Ja, und dann muss man einfach mal schauen, wie der Fuß reagiert, dass wir das möglichst schnell wieder hinbekommen. Und eine Nachfrage noch, Yannick Löden, der ist wieder voll belastbar und eventuell eine Option für die Startelf, oder wie schaut es da aus? Genau, er hat jetzt gestern und heute voll mittrainiert, hatte auch keine Schmerzen oder Probleme mit seinem Muskel, von daher ist er eine Option für morgen. Okay, vielen Dank, viel Erfolg. Gibt es weitere Fragen? Andreas Breitenberger, Lübecker Nachrichten. Moin, in der Runde Fragen an Lukas Pfeiffer. Yannick Löden, eine Option. Wenn er spielt, ist ja die Frage, wer spielt neben ihm? Die naheliegendste Lösung wäre Sören Redemann, aber jetzt hat auch Florian Egerer die 6 ein sehr gutes Spiel gemacht, möchte ich mal sagen, in München. Kann man Egerer eigentlich überhaupt rausnehmen? Diskutieren wir auch gerade. Ich glaube, dass das erstmal was total Positives ist, dass wir trotz der zahlreichen Verletzten immer noch die Qual der Wahl haben, weil die Jungs sich das natürlich auch in München hart erarbeitet haben und verdient haben, dass wir da Punkte mitnehmen. Und ja, ist einfach so, dass Yannick Löden vorher auch gute Partien gezeigt hat, nicht nur im DFB-Pokal, sondern auch in der Liga. Und wir kommen jetzt ja gerade vom Abschlusstraining, müssen es noch sortieren. Ich glaube, dass da alle Konstellationen tatsächlich denkbar sind. Kommen wir zum Gegner. Aue hat Sandhausen 2-1 besiegt. Danach hat der Trainer gesagt, Pavel Dortchev, Mentalität hat Qualität geschlagen. Mentalität ist was ihr euch auch immer auf die Fahne schreibt. Also ein Duell der Mentalitätsmonster morgen. Klingt erstmal gut. Glaube aber, dass natürlich der Trainer das natürlich auch clever macht. Ja, und erstmal ein bisschen demütiger ist. Ich finde schon, dass Aue viel Qualität hat. Sonst hätten sie jetzt nicht auch so einen Start hingelegt und Sandhausen geschlagen. Haben ein sehr gutes Umschaltspiel, stehen defensiv sehr organisiert. Und von daher kommt da auch erstmal eine gewisse Qualität auf uns zu. Wir tun uns gut daran,
dass wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben, dass wir gut verteidigen, dass wir unsere Nadelstiche setzen, zu Hause hier mit den Fans. Gehe ich auch davon aus, dass wir dann ein bisschen mehr den Ball haben werden als jetzt in München vielleicht. Wir haben wie immer gute Standards, auch da haben wir unsere Potenziale erkannt für das Spiel. Ja, aber ich glaube, dass wir einfach bei uns bleiben müssen. Mentalität ist definitiv ein Trumpf bei uns, aber die anderen müssen wir auch mitbringen. Dann wurde das Trainerduell schon angesprochen. Pavel Dotschev, der erfahrenste Trainer der Liga, 318 Spiele. Der MDR hat mal herausgefunden, als er seine Trainerlizenz gemacht hat, warst du 9 Jahre alt. 2000. Jetzt hast du 3 Spiele gemacht in der dritten Liga, keins verloren. Wie blickst du denn selbst auf dieses spezielle Trainerduell? Ja, ich hatte tatsächlich schon mal kleine Berührungspunkte mit ihm, als wir in Köln gespielt haben vor 3 Jahren, wo ich Co-Trainer war. Von daher kenne ich ihn zumindest schon mal von dem Spiel. Freue mich drauf. Ich finde, dass das ein sehr sympathischer Trainer ist, der sich auch, wie gesagt, in der Liga sehr gut auskennt, viel Erfahrung hat. Freue mich auf den Austausch dazwischen, davor, danach, aber muss dann auch aufs Spiel fokussiert sein. Danke. Dann noch eine Frage an den Sheriff. Du kennst ja nicht nur den Verein Erzgebirge Aue, sondern auch das Spielsystem. Umschaltspiel defensiv stark, haben wir jetzt schon gehört. Was sagst du denn? Was kommt da morgen für eine Mannschaft auf die Lohmühle? Ja, ich glaube, die wollen erstmal sicher stehen und dann klar mit ihren schnellen Außen Akzente setzen. Ich glaube, es wurde auch schon gesagt, die Mannschaft hat auf jeden Fall hohe Qualität. Hat man letztes Jahr auch. Aber das wird ein bisschen, glaube ich, unter den Tisch gekehrt. Ich glaube einfach, dass wir auf jeden Fall besser ins Spiel finden müssen wie in München, weil da hat es, glaube ich, nach 2 Minuten schon gebrannt am Pfosten und danach, kurz danach, ist 0-1, haben wir kassiert. Das müssen wir auf jeden Fall besser machen. Ja, ansonsten. Mentalität brauchst du in jedem Drittligaspiel, wahrscheinlich in jedem Profispiel. Also das ist eine Basis, über sowas muss man, glaube ich, oder sollte man nicht sprechen müssen. Da muss man immer alles reinhauen und dann hoffentlich können wir die englische Woche vergolden. Dann viel Erfolg dafür. Dankeschön. Danke. Gibt es noch Anschlussfragen oder weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann danke ich euch alle fürs Kommen und dann sehen wir uns morgen hier gegen Aue. Tschüss.